Urdhva Mukha Svanasana ist der nach oben schauende Hund, auch eine Variation der Kobra. Ausgangsposition kann sein die Bauchlage. Von der Bauchlage gib die Hände unter die Schultern und dann hebe den Brustkorb hoch und hebe das Becken hoch und hebe dabei auch die Knie hoch. Es gibt aber die Variation, dass du auf den Zehenspitzen bist. Eine weitere Variation ist mit Fußrücken auf den Boden und dabei die Knie oben halten und Becken und Brustkorb oben halten. Eine zweite Möglichkeit, in Urdhva Mukha Svanasana zu kommen, ist aus dem Adho Mukha Svanasana. Also gehe erst zum normalen Hund. Also bei Yoga Vidya bezeichnen wir als Svanasana diesen Hund, den Samuel gerade vormacht. Er wird manchmal auch bezeichnet als Adho Mukha Svanasana, der nach unten schauende Hund. Und von hier komme langsam nach vorne, senke das Becken, hebe den Kopf hoch und so bist du in Urdhva Mukha Svanasana. Eine dritte Möglichkeit, in Urdhva Mukha Svanasana zu kommen, ist aus dem Vierfüßlerstand. Du bist aus dem Vierfüßlerstand und vom Vierfüßlerstand kommst du zum Stütz, also Urdhva Chaturanga Dandasana oder auch Uttita Chaturanga Dandasana genannt. Und von hier senke einfach die Knie und hebe dann Brustkorb und Kopf hoch und strecke die Arme aus. Oder auch fast aus. Urdhva Mukha Svanasana, also der nach oben schauende Hund, ist ähnlich wie die Kobra, ist letztlich identisch mit Urdhva Bhujangasana, aber die Arme sind ausgestreckt und Becken ist nicht am Boden, auch die Knie bleiben oberhalb des Bodens. Urdhva Mukha Svanasana ist deshalb etwas anstrengender für die Arme und du musst aber auch den Bauch etwas anspannen. Urdhva Mukha Svanasana ist eine etwas dynamischere Übung als die Kobra. Wirkungen von Urdhva Mukha Svanasana. Urdhva Mukha Svanasana stärkt die Arme, stärkt die Bauchmuskeln, die Gesäßmuskeln und die Rückenmuskeln. Urdhva Mukha Svanasana öffnet auch den Brustkorb und die Schultern. Dieses Asana hilft auch Herzchakra zu öffnen, Kehlchakra zu öffnen und Entschlusskraft zu haben. Indem du nach oben schaust und dabei das Herz öffnest und dabei angestrengt bist, hilft es dir auch, deine Ziele aktiv zu verfolgen und ganz bewusst dich zu einer höheren Wirklichkeit zu öffnen. Kontraindikationen zu Urdhva Mukha Svanasana. Es gibt auch manche Menschen, die etwas vorsichtig mit dieser Stellung sein müssen. Manche Menschen haben Probleme im unteren Rücken und wenn sie diese Stellung machen, kann es sein, dass diese Schmerzen intensiviert werden. Deshalb ist Urdhva Mukha Svanasana kein Asana für Anfänger. Du brauchst auch gute Bauchmuskeln und Gesäßmuskeln, damit du eben in dieser Stellung nicht ins Hohlkreuz hineinrutschst. Wenn du in diese Stellung gehst, achte darauf, dass es im unteren Rücken angenehm bleibt. Du kannst die Stellung auch so dosieren, dass nur wenig Beuge im unteren Rücken ist. Du bleibst also fast gerade und so ist es fast eher wie ein Stütz mit nur sanfter Rückbeuge. Oder wenn du die rückbeugende Flexibilität üben willst, dann gibst du eben das Becken tiefer und hältst die Schultern höher. Urdhva Mukha Svanasana in der Yoga Vidya Grundreihe. Bei Yoga Vidya üben wir Urdhva Mukha Svanasana nicht als Teil der Grundreihe. Du könntest aber ab und zu mal im Sonnengruß, im Rahmen der Variationen aus dem normalen Hund wieder zurückwechseln in Urdhva Mukha Svanasana und so im Sonnengruß ein paar Mal wechseln. Zum nach unten schauenden Hund und nach oben schauenden Hund und so eine gewisse Koordination erreichen. Und du kannst auch diesen nach oben schauenden Hund im Rahmen der Kobra-Variationen üben und aus der Kobra den nach oben schauenden Hund sich entwickeln lassen, der ja auch als erhobene Kobra bezeichnet wird. Ja, soweit für heute.
Samuel, Eduard hinter der Kamera und Sukadev danken dir fürs Zuschauen und wir freuen uns über einen Daumen hoch oder 5-Sterne-Bewertung oder gefällt mir oder auch einen Kommentar. Dieses Video ist Teil des großen Yoga-Vidya-Asana-Lexikons. Über 5000 Videos über alle Asanas auf Deutsch und auf Sanskrit in ihren verschiedenen Variationen. Alles zu finden auf wiki.yoga-vidya.de und die wichtigsten Asanas findest du in der Yoga-Vidya-App für Apple iPhone und für Google Android oder im Android Store.